So, da sind wir dabei. Resident Evil Revelations 2. Weiter geht's. Wir stehen in der Abwasseraufbereitungsanlage und das klingt genauso spaßig, wie es hier aussieht. Hier will man doch einen kompletten Tag mit seiner Familie verbringen. Wunderbar. Hier ist ein Ventil, das ich wahrscheinlich drehen sollte, dass hier die Schleuse aufgeht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es so ähnlich sein wird, wie wenn man eine Party-Einladung auf Facebook auszusehen öffentlich teilt. Und jeder Vollidiot kommt aus dem Loch gekrochen. Ich mach's einfach mal. Schauen wir, was passiert. Ich glaube ja an die Facebook-Theorie. Barry auch. Er weiß, was auf ihn zukommen wird. Okay, das ist eine scheiße langsame Schleuse. Okay. Mal ganz gut schauen. Bei ihm scheint noch alles okay. Gut. Gehe ich mal durch mit ihm hier. Liegt auch irgendwo Ammo rum, habe ich von oben gesehen. Jupp. Das sollte Maschinengewehr-Ammo sein. Habe ich auch nicht mehr so arg viel dabei, oder? Knapp 100 Schuss. Ist auch was drin. Au, und kein Platz mehr. Das ist natürlich blöd jetzt. Kann ich irgendwas... Ich kann es wahrscheinlich nicht abgeben, wenn sie so weit weg ist, oder? Jetzt würde ich sagen, ich gebe dir mal ganz kurz hier das... Okay. Sie muss nicht mal ansatzweise in meiner Nähe sein. Brieftauben oder so. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Schön. Aber das Zeug doch noch mitnehmen können. Und hier wird gespeichert. Natalia, versuch die hier aufzubekommen. Mach ich. Müsste noch irgendwo ein weiteres Ventil sein. Ja, okay. Ich sehe schon. Relativ einfach hier bisher. Explosive Fässer, okay. Kann Natalia nicht wirklich arg viel... damit anfangen. Ach du heilige Scheiße. Okay. Ich hätte nicht so neugierig sein sollen, glaube ich. Barry? Oh shit, dass er natürlich gleich aufsteht und auf die Jagd geht. Aggressives Stück Scheiße, Mann. Das ist ein kleines Kind. Was zur Hölle? Wie satt kannst du von ihrem Gehirn werden? Dann sage ich, den Schädel zu knacken ist so ein viel größerer Aufwand, als was man da wirklich rausbekommt letztendlich. Ist wie eine Kokosnuss. Das ist ja schon lecker irgendwie, aber... Alter, wenn ich keinen Hammer habe, dann... Nope. Wird das, glaube ich, nichts. Da ist eine ganze Versammlung dahinter. Schön. Ja, nicht so wirklich. Nope. Ich wollte gerade sagen, mich beunruhigt, dass keiner aufsteht, weil sie dann natürlich nachher alle auf einmal kommen irgendwann. Aber das haben sie gehört. Voll ins Gesicht, Junge. Voll ins... Was bist du denn eigentlich? Nope. Nächster. Oh, what the fuck? Okay, du stirbst nicht davon. Fieser Fucker. Du genauso wie dein Freund. Siehst du, der hat's verstanden. Du nimmst es hin wie ein Mann und dann bleibst du liegen. Wenn alle weg sind, steh auf. Guck, was passiert ist. Goddammit, hier ist so viel Zeug. Das brauche ich denn gerade nicht wirklich, das hier. Das kannst du erstmal haben. Dann nimm am besten noch das da. Das sind die wenigsten Kugeln. Vermisse ich nicht so sehr. Ich habe keine leeren Flaschen mehr, verdammt. Okay, das ist natürlich blöd jetzt. Ich gebe ihr trotzdem mal das ganze Zeug. Das kann sie ja stacken. Und dann kann sie mir ja schon mal die Ammo zurückgeben. Zumindest mal... Na gut, zumindest mal die vielleicht, falls ich irgendwie doch in Verlegenheit kommen sollte, die Waffe zu benutzen. Das hat vielleicht auch nachladen. War nicht ganz so schlecht. Warum habe ich eigentlich dieses Teil dabei? Seit Ewigkeiten keine Munition für das Ding gefunden. Ja, wir schleppen es halt mit. Ich meine, sieht cool auf dem Rücken aus, aber... Mehr dann halt irgendwie auch nicht. Da ist Kraut. Hol dir das Kraut, Kleine. Könnte sie das... Ah, das kann sie runterkicken. Okay, das machen wir doch einfach mal. Aber das geht auch nicht hoch. Naja gut, okay, aber hier oben macht es keinen Sinn. Deswegen ist schon okay, dass es unten ist. Hätte ich das früher gewusst. Na gut, dann schiebe ich die alle mal runter. Einfach nur für den Fall, dass wir es doch irgendwie brauchen sollten. Jo, okay. Aus, wenn sie einen elektrischen Schlag bekommen hat von dem Teil. What? Ich
hoffe einfach mal nicht. Schieß auf das Ding vor mir. Schieß auf das Ding vor mir. So eine Holzplanke wegballern. Oh ja. Danke. Kein Scheiß. Natalia, die Schleuse. Oh oh. Moment. Mann, nicht schlecht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir das Teil der Runde geholt haben. Und hier hätte ich nochmal eine Wand an Verteidigung, nenne ich es jetzt einfach mal. Lass mich raten, du bist ein fieser Fucker. Ich meine, guck mal, wie du riechst. Ist halt schon schlimm, wenn du so lange nicht mehr geduscht hast, dass man sehen kann, dass du stinkst. Das ist nochmal das ist der nächste Level, Alter. Wenn du den Level von ich gebe keinen Fick erreicht hast, dann holy shit. Leben wahrscheinlich auch Ratten in deinem Bart. Ja, Ratten, Mehrzahl. Große, kamelähnliche Ratten, die hier unten rumlaufen würden. Nicht an der Decke. Nicht an der Decke. Spinnenratten gibt's hoffentlich nicht. Da runterdroppen und dir ins Ohr beißen? Oder bist du krank? Ist wahrscheinlich irgendeine weirde chemische Waffe, die Amerika einsetzt irgendwann. Apropos. Au. Gott, Schweine. Hunde. Ja. Ich glaube, das ist der Joke dahinter. Das ist, glaube ich, der Joke, den man hier mal machen kann. Ist schon angebracht, den Joke mal zu bringen. Aber jetzt lasst uns weitergehen. So witzig war es dann doch nicht. Ja, der Treffer vor allem die Nüsse war auch nicht so witzig. Kann ich... What? Was ist... Ah, shit. Die sind so langsam. Wer wabelt denn da oben rum? Zumindest habe ich ihm ein bisschen die Freude genommen, auch wenn er nicht tot ist. Er überlegt sich zweimal, wo er weitergeht. Hopp, hopp. Oh, er hat mich gesehen. Kann er da runterspringen? Und sich beide Beine brechen? Das ist ein Turmemblem. Ich glaube, ich sollte auf Natalia mal achten. Das klingt nämlich irgendwie wie... Nope, der ist nicht aufgestanden. Das klang nämlich für einen kleinen Moment wie, als wenn der Typ aufgestanden wäre. Irgendwas ist aufgestanden. Bringen wir dich mal ein bisschen weiter vor, da ich dich nicht aus den Augen verliere. Ich sehe da drüben schon eine Kiste für kleine, kleine Hände. Der kann da halt nicht runterfallen. Ja, unsichtbare Wände, Mann. Nerven mich genauso sehr wie dich. Mindestens mal. So, dann widmen wir uns erstmal der Box, würde ich sagen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass die Typen aufstehen, sobald ich die Finger an die Box lege. Oh mein Gott, ich sehe es ja schon kommen. Von dem her halb so wild. Moment. Gib dem bärtigen Mann die Flasche. Der Satz ist nie falsch. Bärtige Männer wissen meistens, was sie fuck, mit Flaschen zu tun haben. Geht doch. Finger weg von der Kleinen. Ernsthaft mal. Für ein furchtbarer Mensch bist du eigentlich. Okay, drei. Da muss aber auch irgendwas Schickes drin sein, hoffentlich. Wenn wir ja schon drei Schlösser knacken müssen, wobei es eben, ja, auch nicht wirklich schwierig ist. Muss mal so ein bisschen... Oh, what? Wie es mich verarscht hat wieder. Wenn es mal so ein bisschen drin hat, dann geht es schon ein bisschen schneller auf jeden Fall. Wie am Anfang zumindest, also... Wie ich mir da einen abgekämpft habe, aber... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber immer noch besser als das Hackspielchen, das Bioshock hatte. Alles ist besser wie das Hackspielchen in Bioshock 1. Rohrverleg-Simulator. Klingt wie der schlechteste Porno aller Zeiten. Wow, okay. Selbst der Vogel hat keinen Bock mehr auf dich. Oh, da kommt er angerannt. Nicht mal so langsam. Was bist du eigentlich für eine Pussy? Was ist das denn? Was passiert hier? Hört auf damit. Ihr werdet nicht zu Erdbeerkuchen. Fangt ihr nicht auch noch damit an. Wie viele von diesen Typen rennen hier eigentlich rum? Zum Glück ist Samurai Edge extrem stark mittlerweile und wir können sie dann auch relativ schnell aus dem Verkehr ziehen.
Mehr Rubine für mich. Ist wieder Zeit für Natalia oder soll ich weiter? Ich gehe mal weiter mit Natalia. Werf erstmal dieses Ding hier runter. Oder schau erstmal hier rein. Oh, schau erstmal hier rein. Jupp, auf jeden Fall schau hier rein. Pistolenmunition. Das kommt wie gerufen. Kann ich die nicht mittlerweile. Au! Gewehr- und Sturmgewehrmunition. So rum. Das sind zwei verschiedene Dinge. Sollte man sich merken. Mal schauen, Barry, da liegt was. Oh Mist, da wäre wahrscheinlich noch an mehreren Stellen was gelegen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, mal runterzuschauen. Blinkt doch auch schon was. Sehe ich doch von hier. Sturmgewehr-Ammo. Sehr gut. Genau das Zeug, was wir gerade brauchen. Ammo ist dann nicht mehr so wirklich großartig auf Vorrat da. What? Ach, ich habe keinen Platz mehr. Das ist blöd. Das ist allerdings blöd. Ah, was gebe ich dir denn? Ja, komm, nimm die. Ich benutze die Waffe hier unten eh nicht. Ist mir die Sturmgewehr-Munition dann doch ein bisschen lieber. Kann man einfach... What? Okay. Du hast gewartet, bis ich auf deinem Kopf stehe, um aufzustehen. Ist hier nicht interessiert. Yay, ich habe mich selber gesmoked. Erfolg! Tapas. Rubin. Oh shit, unsichtbare Gegner. Yep. Das ist ja mies. Getrennt von ihr und dann noch unsichtbare Gegner. Kein Spaß. Gewusch. Oh fuck. Natürlich ist der Typ auch aggro und aktiv. Das ist aber eine interessante Stelle, möchte ich ganz ehrlich sagen. Also... Das ist genau das, was ich... Oh, shit! Das ist genau das, was ich gemeint habe. Dass man wirklich mal getrennt ist. Ich meine, gut, sie sind raummäßig nicht so wirklich weit auseinander, aber eben auf komplett verschiedenen Ebenen, wo sie sich nicht so wirklich helfen können. Oder eben nur schwer und... Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Stelle bisher. Jetzt lass aber erstmal nach da vorne schauen und gucken, wo dieses scheiß unsichtbare Ding rumschwirrt. Komischen Viecher, Mann. Sehen einfach nur aus wie irgendwelche Müllbeutel mit Flügeln. Im Prinzip so ein bisschen wie ein weggeworfenes Feenkostüm. Barry, da drüben ist etwas. Wo ist was? Mach ihm doch keine Angst. Mach mir doch keine Angst. Hör einfach auf, irgendjemandem Angst zu machen. Okay. Das heißt, sie hat auf jeden Fall ihre Aufgabe als Ventilbetätigerin erstmal erledigt. Okay. Oh, shit. Wieder ein unsichtbarer Gegner hier irgendwo. Um die Ecke. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Naja gut, ich sollte auf jeden Fall weiter vorangehen und gucken, ob ich einfach dran vorbeikomme. Sie ist da oben. Ich kann doch bestimmt... Hab's mir doch gedacht. Ist down? Ich glaube, er ist down. Nein? Oh, shit. Ich habe mir schon gedacht, dass sie vielleicht dafür da sein könnten. Oh, fuck. Es macht keinen Sinn. Au! Da ist der Fucker gewesen. Irgendwo da in der groben Richtung, habe ich mir schon gedacht, aber... Ich habe natürlich einen Bauchschuss verpasst. Blöd gelaufen. Sah gerade wie ein Blinder bei einem Drive-By aus, ich weiß, aber... Es hat funktioniert. Okay, scheinbar ist da oben nochmal irgendwie ein böser Mann. Ein böser, böser Mann. Ah ne, es war das Vieh. Du lässt uns auch in Ruhe? Ich bin begeistert. Hätte ich nicht erwartet. Dachte, geht mir auf die Eier. Ah, da oben. Natalia, die Schleuse! Oh, du bist aggro auf mich. Ja, das ist in Ordnung. Kannst du machen.
rubbel deine Eier, solange du willst, an dem Geländer. Es ändert nichts an der Tatsache, dass du den Helm schon aus einem ganz bestimmten Grund anhast. Und ihn auch auflassen solltest, glaube ich. Dein kompletter Kopf ist eine Fontanelle, wie es aussieht. Okay. Sieht gut aus. Der ist tot, wie gesagt. Da ist nochmal eine Kiste für kleine Hände. Und wenn da schon ein Stein rumliegt, nehme ich ihn auch mit. Wo ich ihn auf den Kopf hauen? Hätte mich auch gewundert. Gott. Nicht runterfallen. Sie hat nicht gerade die besten Kletterschuhe an. Muss man mal sagen, aber läuft erstaunlich gut hier. Können wir nochmal was runterwerfen? Können wir uns aussuchen, in welche Richtung wir es werfen, oder? Nope, geht nur in die Richtung. Dass es nicht hochgeht aus der Höhe, ist auch faszinierend. Okay, hier wird gespeichert. Was schon mal gut ist. Was aber auch heißen kann, dass es gleich ein bisschen haarig wird. Ich glaube, wir sollten mal wieder runtergehen und gucken, dass wir uns wieder mit Barry zusammenschließen und dann auch gegen diese unsichtbaren Gegner wirklich eine Chance haben. Die Sache mit den Feuerlöschern, okay, bin ich relativ spät drauf gekommen, dass es vielleicht eine Option sein könnte, den zu benutzen. Oh shit! Ich hab's gerade gemerkt. Wo kommt der denn her? Der hat noch gelebt. Yep. Kurz mal diesen Typen aus dem Verkehr ziehen. Gucken, dass ich da wegkomme. Ich glaube, die Freaks bei Natalia drin sind down. Bleib doch mal für einen Moment stehen. Du hässliches Stück Scheiße. Niedriger. Was? Kein Scheiß, der lebt noch. Okay. Da ist noch eins. Ernsthaft? Zwei? Ah, oh, Scheiße. Wo kommt der Typ denn eigentlich her gerade? Stand er die ganze Zeit schon da? Der hat irgendwie nicht so ganz mitbekommen, was wir machen, glaube ich. Oh, direkt neben ihr ist noch mal eins. Okay, ich mache jetzt erstmal die Tür auf. Ich glaube, das Vieh will nämlich an sie ran. Was schon mal scheiße ist, aber wenn die beiden zusammenstehen, haben wir auf jeden Fall eine bessere Chance. Plötzlich alle aufstehen. Ja, noch. Logo, ich bin Schleusenmeisterin. Schleusenmeisterin, das ist allerdings wahr. Das Monster kommt her. Hast du schon gut gemacht. Noch mal eins. Drei von denen. Barry, da drüben ist etwas. Wo ist er jetzt? Da, schieß! Nein, weiter rechts! Noch weiter rechts, yep. Okay. Da, schieß! Alles klar. Kein Problem. Warum habe ich dieses scheiß Ding nicht benutzt? Ah, verdammt. Extra Runde geworfen. Und mir dann aus welchem Grund auch immer gedacht, nö, lass es mal schwerer machen. Lass mal selber einen Stock in die Speichen werfen. Klingt nach Spaß. Okay, gut, was auch immer. Mach das Ding auf. Nope. Das war knapp. Fast hätte ich es verkackt. Das sieht gut aus. Okay, was haben wir da drin? Irgendwas Hilfreiches, eine Tasche für Barry. Wunderbar, jetzt alle drei rein, das ist sehr gut. Flaschen haben wir aber keine. Nope, wir haben keine leeren Flaschen. Wunderbar, mehr Platz für Barry. Ich glaube, ich sollte mal heilen so langsam.
Kräuter heilen ja auch nicht hundertprozentig, von dem her, wenn ich komplett halbtot irgendwie nur noch mit einem Arm da hänge, dann sollte ich vielleicht irgendwie, ich soll vielleicht ein bisschen früher drüber nachdenken, bevor das passiert. Ist da was? Nicht wirklich. Okay. Mehr Kanal. Yay, okay, Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen Kleinkart rein. War auf jeden Fall eine interessante Stelle, mal was anderes. Und haben sie auch auf jeden Fall gut eingebaut. Bin gespannt, wie es hier noch weitergeht. Und ob wir Claire und Moira natürlich noch finden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.